Ich habe schon ein bisschen geguckt, aber ich habe es noch nicht komplett geguckt. Und zwar hat Kudo 100 Leute gefragt, wer ihr Lieblings-One Piece-Charakter ist. Und da bin ich dabei. Und das möchte ich gucken. Mit euch. Heute gibt es ein kleines Special. Das Video war eigentlich schon für 4 Monaten geplant, aber es ist absolut nichts dazwischen gekommen. Aber hey, lieber später als nie. Ich habe 100 Leute nach ihrem Lieblings-One-Piece-Charakter gefragt. Darunter befinden sich Influencer, Leute aus meiner Community, meine Mods, private Freunde und noch viel mehr. Und danke nochmal an jeden Einzelnen, der hier dran beteiligt war. Ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Start ins neue Jahr. Alle Links zu den jeweiligen Kanälen findet ihr in der Beschreibung. Und am Ende gibt es dann eine komplette Übersicht, welcher Charakter am meisten Stimmen bekommen hat. Und dann wissen wir, welcher Charakter in unserer Community am beliebtesten ist. Es würde mich freuen, wenn ihr das Video supportet, denn das war ein Haufen Arbeit. Aber reicht jetzt auch langsam mit dem Gelaber. Wir starten einfach mal direkt rein. So, Leute, mein Lieblingscharakter, ihr wisst es sowieso, ja! Ihr wisst es sowieso alle, ist Whitebeard. War es schon immer, wird es, glaube ich, auch immer bleiben. Ich war immer so ein bisschen auf dem Trip, dass ich Oden vielleicht geiler finde, aber Leute, Whitebeard number one für immer. Okay, super. Mein Lieblingscharakter ist Ace. Er ist ein nicer Typ mit Feuerfähigkeiten. Leider schon verstorben, aber trotzdem ein guter großer Bruder und mein Lieblingscharakter für alle Zeit. Für mich gibt es bei dieser Auswahl nur... Wer ist euer Lieblingscharakter, Chat? Mir fällt auf, dass hier nur Videos geguckt werden, in welchen du vertreten bist. Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Bon Clay, der ist wirklich ein Goat, aber ist doch nicht dein Lieblingscharakter, Varon. Kannst du nicht ernst meinen. Ruffy... Alles basic. Zorro, schaue fast kein One Piece. Jetzt ist die Zeit gekommen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Einen einzigen Kandidaten und das ist mein Boy, Lorinor Zorro. Loyalität, Treue. Er ist einfach der heftigste Typ. Er hat 3 Schwerter-Stil und unter anderem chillt er auch bei mir im Background. Mehr Gründe muss es nicht geben. Und für mich natürlich der geilste One Piece Charakter einfach Law. Er hat den krankesten Grip, die krankesten Fähigkeiten und ich habe ihn noch nicht einmal gesehen, weil ich One Piece Folge 60 bin. Wer mein Lieblingscharakter aus One Piece ist, natürlich Nico Robin, weil... Nico Robin ist halt... Ich mag Robin am meisten, weil... Ach, scheiß drauf. Hi. Mein Lieblings-One Piece-Charakter ist Shanks. Ich weiß, ich klinge wie eine Basic Bitch, die ganze Zeit bei Starbucks trinkt, aber ist mir egal. Shanks ist nun mal Daddy und er ist so süß wie ein Frappuccino, deswegen liebe ich ihn. Und ja, er ist der coolste One Piece-Charakter. Seid mal ehrlich, jede Szene mit ihm ist eine 10 von 10. Mein Lieblingscharakter ist Oden und nein, ich meine nicht Yama Bro, sondern den männlichsten Charakter, den One Piece je vorgebracht hat. Und zwar Oden mit den dicken Hoden Kozuki. Also mein Lieblings-One Piece-Charakter ist der gute alte Usopp. Er ist der heftigste. Oh, ich hasse Usopp wirklich. Mag den gar nicht. Ich bin Hige und mein Lieblings-One-Piece-Charakter ist natürlich Monkey D. Ruffy. Jeder sollte eigentlich Monkey D. Ruffy nehmen. Denn Ruffy ist der perfekte Charakter. Er ist das pure Gute. Er hat ein reines Herz. Er tut alles für seine Nakama. Er lebt seinen Traum. Er tut alles für seinen Traum. Und es gibt eigentlich gar keine Entscheidung, die Ruffy getroffen hat, wo man irgendwie denkt, what the fuck, oder irgendwie, das war komisch. Ruffy ist einfach perfekt. Mein Lieblings-One Piece-Charakter. Arata, was sagst du zu Ruffy? In welche Kategorie, in welches Tier aus einer Tierliste würdest du Ruffy als Main-Character, als Protagonisten stellen, Arata? B. Ja, ich habe jetzt bei dir ehrlich gesagt ein bisschen schlechter gedacht. Okay. Ist Ruffy. Ich bin ein großer Fan von ihm seit der deutschen Erstausstrahlung vor 20 Jahren. Er ist goofy und badass und das gleichzeitig. Er jagt seinen Träumen hinterher, egal was andere über ihn denken. Wer bist du und was hast du mit Arata gemacht? Was für B? Arata hätte eh gesagt. Seit wann ist denn Arata ein One Piece Fan geworden? Das ist ja wirklich ein erstaunlich. Richtiger Macher auf jeden Fall. Boah, Hancock, weil sie einfach so dominant ist und doch zu Ruffy so anders. Und ihr Buddy, ha! Yo, was geht, Leute? KingADB ist am Start. Monkey D. Dragon ist einer meiner Lieblingscharaktere in One Piece, weil er Ruffy vom Tod bewahrt hat. Ich finde, Dragon ist so der größte Witz eines Charakters, der wirklich, also, alle warten auf ihn, aber er kommt nie, so. Das ist, ja, wirklich wie der Vater, den einige nie hatten. Der soll irgendwie überkrass sein, aber jedes Mal, wenn man ihn sieht, macht er einfach gar nichts, außer da sitzen, ja, und wirklich Zeitungen lesen, ne? Und komisch gucken. Scheiß Dragon, wirklich. Bin auch an den Punkt gekommen, wo ich Dragon gar nicht mehr sehen will. Ich habe jetzt gedacht, bei diesem Egghead-Vorfall,
bei Chapter 1100, da kommt er jetzt mal endlich. Aber selbst das haben sie nicht gemacht. Scheiß auf Dragon. Um ihn kursieren viele Geheimnisse, die Oda hoffentlich bald lüftet. Ich sag dir jetzt, warum Zoro der beste Charakter ist. Zoro ist der beste Charakter, denn dieser Mann bringt dir bei, dass harte Arbeit bedeutet, zu leiden und zu schwitzen auf dem Weg des Kriegers. Hey Leute, mein absoluter Lieblingscharakter aus One Piece ist eigentlich gar nicht so leicht, weil ich übelst aus One Piece raus bin, aber ein Charakter ist mir irgendwie in den Kopf gekommen, und zwar Marco der Phönix. Ich feiere den Typen einfach vor allem von seinen Fähigkeiten her, der hat übelst die Kraft. Das Ding bei Marco ist, ich glaube, man mag ihn nur wegen seiner Kraft. Weil er diese Frucht hat, sagt er ja auch selber. Der Charakter ist mir eigentlich scheißegal, die Frucht ist einfach da viel krasser. Marco juckt, wirklich. Ich sag, der ist overrated, weil man nur die Frucht mag, sag ich. Fähigkeiten habe ich damals richtig, richtig gemocht. Monkey D. Ruffy ist mein bisheriger Lieblingscharakter aus One Piece und Gründe dafür sind, dass Ruffy in den wichtigen und entscheidenden Momenten genau weiß, was zu tun ist und jeden seiner Mitmenschen um jeden Preis beschützen wird. Aber solange es nicht zu so einer seriösen Situation kommt, ist Ruffy unfassbar lustig, weltoffen und ein absolut angenehmer Kamerad und Captain, mit dem man nur zu gerne seine Zeit verbringen würde. Ich bin Kaito Arke, mache auch Anime-Videos auf YouTube. Der ist ein Ehrenmann, weil er Detektiv Conan macht. Das macht nämlich keiner. Aber er macht zu lange Videos. Ich kann mir keine 4 Stunden Video-Zusammenfassung angucken, was alles in Detektiv Conan passiert ist. Bitte kürzer fassen. Ist Shanks denn sein Auftritt bei Marineford hat uns allen gezeigt, wie mächtig er ist. Auf einmal haben alle aufgehört zu kämpfen, obwohl wir bis dato noch gar nicht so viel von ihm gesehen haben. Bardico hier. Mein Lieblings-One Piece-Charakter ist Ruffy. Warum Ruffy? Ruffy spiegelt in meinen Augen das Wesen von One Piece, den Abenteuergeist, das Träumen und die Freiheit so dar wie kein anderer. Da es mitunter genau diese Dinge sind, die One Piece für mich so besonders machen, ist Ruffy meine Nummer 1. Jo Freunde, was geht ab? Ace hier und mein Lieblingscharakter aus One Piece, wer könnte es anders sein? Der Junge, der die ultimative Freiheit erlangen wird, Monkey zu dem D, Ruffy. Oder mein favorite One Piece Character ist Don Quixote Rosinante oder auch genannt Cora Son. Der Flashback war mein favorite, ich liebe den Charakter und das, was er für Lore gemacht hat, ist Peak. Ich hätte gern eine große Figur von Don Quixote Rosinante, habe ich aber leider nicht. Hi, hier ist Zayet und mein Lieblings-One Piece-Charakter ist niemand Geringeres als der einzig wahre Kondriano. Auch wenn ich von der faszinierenden Komplexität seines tiefgründigen Charakters immer wieder überwältigt bin, wer ist das? Geht mir der Typ am Ende des Tages doch irgendwo auf die Nerven. Yo Leute, ich bin Skin von Genon Sura. Mein Lieblings-One Piece-Charakter ist auf jeden Fall Mihawk. Erstens wegen seinem Design, zweitens wegen seinem heftigen ersten Auftritt und drittens und am wichtigsten, weil er stärker ist als Shanks. Hey yo Leute, Sura von Genon Sura hier. Mein Lieblingscharakter in One Piece ist auf jeden Fall Monkey D. Ruffy. Ganz einfach, weil er die einzigartigsten Kräfte in ganz Anime hat und mir mit seiner Art immer ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Also Jungs, scheiß kurz auf die Kameraqualität, die gehört mir kurz zu. Ich bin Tati und Whitebeard ist mit Abstand der beste Charakter aus One Piece, sag ich so wie es ist. Weil für mich war es einer der besten Momente, wo er einfach Marineford im Alleingang auseinandergenommen hat. Warum will ich Colonia trinken? Was stimmt nicht mit mir? Mein Lieblingscharakter in One Piece ist definitiv Shanks, because er hat einfach rote Haare. Und Leute, wir wissen, Anime-Charaktere mit roten oder weißen Haaren sind einfach OP as fuck. Und er ist einfach ein Goat, obwohl er gefühlt weniger Streamtime hat als die Schaukel aus Naruto. Mein Lieblingscharakter ist definitiv Mihawk. Ich liebe diese ruhige Art und Weise, die er an den Tag legt. Sein Drip ist ungeschlagen und er wird bald schon beweisen, warum er der stärkste Schwertkämpfer genannt wird. Vertraut mir. Jo Leute, mein Name ist Mareko und mein absoluter Lieblingscharakter aus One Piece ist mit Abstand Zoro, weil Leute, er hat sich mein Herz verirrt, er hat Drip und seine Haarfarbe erinnert mich an mein Lieblingsmüllermilch und zwar Kuchen für Pistazie. I like this. Yo, was geht hier? Ja, Zoro! Ich habe meinen Lieblingscharakter in One Piece gefragt, deshalb halte ich mich kurz und zwar ist mein Lieblingscharakter Franky vor dem Timeskip. Er ist einfach der krasseste Motherfucker gewesen. Jetzt nach dem Timeskip finde ich nicht mehr so geil, aber. Ja. Also, nachdem ich natürlich viele Ähnlichkeiten mit Corby aufweise und ihn ins Herz geschossen habe und gezeigt habe, dass ich die perfekte Version bin für ein Zorro Live-Action Character, muss ich sagen, das mein Bild ist cursed. Wirklich, das ist ein cursed Bild. Oh mein Gott. Digga, Franky vom Timeskip, ich kann nicht mehr. Was für Franky vom Timeskip? Charakter ist einfach der Mann, der alle befreien wird. Ich rede nicht vom Stroh, ich rede von Urush Baby. Er wird kommen, er wird siegen, er wird der krasseste Charakter sein und er ist einfach. Das ist wieder so ein Quatsch-Call, wirklich.
So ein Quatsch-Call, genau wie mit dem Daishinkan. Quatsch, nichts wird mit dem passieren. Wird geoffscreened, sage ich. Sehen, Urush ist der Schlüssel zu One Piece, deswegen mein favorite Character. Meine Lieblingsfigur in dieser Serie ist eindeutig Rayleigh. Nicht nur hat er das One Piece entdeckt und lebt seitdem ziemlich chillig in einer Welt, in der es jedem anderen gefühlt scheiße geht, der nicht ein Celestial Dragon ist. Nein, Mann, er hat es sogar geschafft, eine Amazonenkönigin klarzumachen und hängt nicht mal die ganze Zeit mit ihr ab, aber sie ist trotzdem die ganze Zeit treu und wartet auf ihn. Der Typ hat einfach im Leben gewonnen. Mein mit Abstand Lieblings-One Piece-Charakter ist Shanks. Ich meine, jedes Mal, wenn er einen Auftritt hat, ist es dermaßen badass, da kommt kein anderer ran. Mein Lieblingscharakter ist Ruffy. Ich würde sagen, er macht Sachen, ohne nachzudenken. Und das mache ich, glaube ich, auch manchmal. Ich habe da ein, zwei Sachen jetzt in der Vergangenheit schon gemacht. Das hat er doch zusammengeschnitten. Geladen jetzt in den vergangenen Wochen, was relativ viral auch war. Und dementsprechend, ja, würde ich sagen, dass Law so der Charakter ist, den ich am meisten bevorzuge. Mein Lieblingscharakter aus One Piece ist, glaube ich, unschwer zu erkennen. Moment. Ruby. Na, das war's doch schon eher. Also, Law ist mein Lieblingscharakter einfach auch aus dem Grund, dass er so ein mysteriöser Typ ist. Und ich mag einfach, dass sein Charakter auch eine Entwicklung durchmacht vom mysteriösen Einzelgänger zum immer weitergehenden Teamplayer in der Allianz. Jo, was geht ab? Mein Name ist Voodoo, mein Lieblingscharakter. Ich glaube, Law war eigentlich auch mal ursprünglich der Lieblingscharakter von Ruffy. Und nicht Urush. Und auch nicht Ruffy. Charakter aus One Piece ist Zoro. Wenn ich mich nicht für einen entscheiden müsste, würde ich Ruffy und Yamato auch noch mit reinnehmen. Das sind meine drei Favorites. Peace. Hey Leute, was geht? Charisma hier. Mein Lieblingscharakter aus One Piece ist Sabo. Einfach weil ich es sehr feier, wie er kämpft vom Kampfstil her. Dazu feiere ich extrem seine Charakterentwicklung. Wie zum Beispiel, dass er die Frucht von Ace bekam, empfand ich mehr als nur passend. Yo, was geht ab? OP Future hier. Mein Lieblingscharakter ist ganz klar Enel. Seine Frucht, seine Fähigkeit einfach was überragend. Was für Enel? Und wir haben auf Skype ja gesehen, was er drauf hat. Meiner Meinung nach sogar einer der Früchte, die am meisten... Ich wollte Enel auch eigentlich nehmen, weil ich finde, dass er so cool aussieht wie Eminem. Aber... ja, dann habe ich auch wieder das ganze Revue passieren lassen und mir ist aufgefallen, dass Enel eigentlich ein Filler-Charakter ist, weil er leider nie wiederkommen wird. Ich hoffe, dass er wiederkommen wird, aber er wird leider nie wiederkommen. Außer in Kombination mit Urush natürlich. Wäre Ruffy nicht sein Gegenpart gewesen, hätte es ganz anders ausgesehen. Und ich hoffe, er kommt zurück. Was geht? Wengs am Start. Liebe Kuhle hat mich gefragt, was mein Lieblings-One Piece-Charakter ist. Es gibt eigentlich nur eine richtige Antwort, das ist natürlich Zorro. Drei Schwerter, geile Kämpfe, sei es vor und nach dem Timeskip, Maschine. Mein Lieblingscharakter aus One Piece ist Lorena Zorro und das schon seit über 20 Jahren, immer so mit Ruffy ein bisschen im Wechsel. Aber seine Loyalität zu seinem Captain ist einfach unglaublich und vor allem sein Charakter ist einfach zu witzig. Lorena Zorro. Was geht ab? Hier ist euer Anbu, hier ist Animatrix. Und Kudo hat mich gefragt, wer ist mein Lieblingscharakter aus One Piece? Ich habe eigentlich keinen direkten Lieblingscharakter, aber ich habe eine Lieblingsfrucht, Marco der Phönix. Ja, ich sag ja, Frucht, ja. Was gibt's Geileres? Ja. Und was sagst du, Animatrix? Also, um ehrlich zu sein, bin ich bei One Piece leider noch nicht so weit. Aber es gibt einen Charakter, der mich auf jeden Fall von Anfang an gecatcht hat. Alle suchen den Schatz. Wer ist der Schatzmann? Gaimon, der ist es. Wer kennt ihn? Wer kennt ihn? Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Momoku und mein Lieblingscharakter ist eindeutig Buggy der Clown. Warum? Einfach ein crazy Charakter. Und zweitens, die Trend-Trend-Frucht. Unfassbar witzig und der gute Mann hat so... Buggy ist wirklich Killer. Buggy hätte ich auch genommen. Buggy hätte ich auch genommen. Buggy ist cool. Viele Möglichkeiten dadurch. Deswegen Buggy auf der 1. Yo Leute, Gab hier. Und mein Lieblings-One Piece-Charakter ist tatsächlich nicht Gab, sondern Corazon. Weil ich einfach diese Geschichte dahinter sehr mag. Diese Charakterentwicklung, beziehungsweise das, was man danach gesehen hat, was mit Trafalgar Law passiert ist. Und deswegen für mich die Nummer 1, Corazon. Und danach kommt Trafalgar Law. Jo Leute, was geht? Erster hier. Kudo hat gesagt, ich soll den Hundefilter verwenden. Und mein Lieblingscharakter aus One Piece ist tatsächlich Doflamingo, weil er zieht die Fäden im Hintergrund, so wie viele bei mir. Yo, ich bin Kadabra. Ich wurde gefragt, was mein Lieblingscharakter aus One Piece ist und das ist ganz klar Zorro. Wer was anderes sagt, der hat keine Ahnung. Dark Pain am Start. Und ihr wollt wissen, was mein Lieblings-One Piece-Charakter ist? Ganz klar Zorro. Coole Kämpfe, coole Schwerter, coole Sprüche. Ich denke, mehr muss man nicht sagen. Yo, hey, mein Lieblingscharakter wäre Trafalgar, die Waterlore. Von der super traurigen Backstory, wo er so dann die krasseste Teufelsfrucht meiner Meinung nach kriegt. Die ganze Geschichte mit dem Dien-Namen, Corazon und Doflamingo, ich finde das ultra heftig. Und deswegen ist Law mein Lieblingscharakter. Yo, was geht ab, Leute? Melios hier. Ich soll euch heute kurz meinen Lieblings-One Piece-Charakter vorstellen. Und, ja, leider muss ich euch enttäuschen. Okay.
Ich schwanke immer noch zwischen zwei Charakteren. Einmal Shanks und einmal Dragon. Ich kann mich bis heute nicht wirklich entscheiden. Ja, zwischen den beiden ist ja wohl klar. Also da würde ich auch eher mit Shanks gehen. Ich denke, wenn Dragon gezeigt wird, dann ist die Entscheidung endlich da. Sorry, dass ich nicht wirklich nur einen Charakter wählen kann. Viele Grüße an alle. Wir sehen uns. Moin Freunde, was geht? Ich bin. Guck mal, da siehst du mal wieder, wie lang die Aufnahme her ist. Guck dir mal die Haare an, Digga. Kurz 2 Wochen, nachdem ich alles runterrasiert habe. Und guck dir jetzt mal den Wolverine-Look an, den ich jetzt habe. Bruder, wie lange hat Kudo mit diesem Video gewartet? Ist ja nicht mehr normal, wirklich. Ich bin auch am Start. Ich sehe einfach aus wie ein anderer Mensch. Oder? Ich sehe einfach aus wie ein anderer Typ. Krank. Mein Lieblingscharakter aus One Piece. Ich bin jetzt seit ungefähr 1,5 Jahren wieder im Manga mit am Start. Und ich denke, gibt viele gute Charaktere, aber mein Favorite Character ist wahrscheinlich Doflamingo. Weil ich denke, guter Pick. Ist so die erste große Hürde, genau, für Ruffy nach dem Timeskip war. Und es ist einer der besten Antagonisten, die One Piece zu bieten hat. Von daher, genau, würde ich Doflamingo sagen. Könnte aber von Blackbeard abgelöst werden. Muss man aber gucken. Das stellt sich noch heraus. Yo, Friends, was geht? Antike am Start. Ja, eigentlich ist es der Beste. Ja, ich hab... Ja, scheiß drauf. Mein Lieblings-One-Piece-Charakter ist Ace. Ich weiß, nicht besonders kreativ, aber ich finde... Das ist ein Quatschi. Antico, schaut nicht bei One Piece, was für Ace! Die Hintergrundgeschichte mit Goldie Roger und wie er dann auch zu Ende erzählt wurde, einfach großartig. Und ich habe den einfach immer gefeiert, von daher, Ace ist für mich die Nummer 1. Zorro ist der beste Charakter in One Piece. Er sieht nicht nur richtig gut aus, sondern kämpft auch noch mit 3 Schwertern gleichzeitig, was einfach richtig cool ist. Zusätzlich verläuft er sich auch noch immer, was extrem lustig ist. Ist es Shushu, Batman, Rockstar oder doch Opera? Nein, Leute, natürlich ist es Sanji. Durch und durch ein Ehrenmann, lustig, stark und eine geile Story hat er. Der erste Sanji-Pick, ne? Sanji über Zoro. Er besitzt das gesamte Paket und deswegen ist er mein Lieblingscharakter. Yo, was geht ab? Bist du am Start? Und mein Lieblings-One-Piece-Charakter ist Onisha. Bei Onisha merkt man einfach, dass hinter diesem Charakter noch etwas sehr Komplexes steckt, was Oda noch nicht aufgedeckt hat. Der fette Elefant. Dazu hat er Jack weggewichst. Und die Spitze ist, dass er einfach nach Wano Kuni gekommen ist, nur um Joy Boy zu announcen. Mein Lieblingscharakter in One Piece ist... Nein, guck mal, ihr müsst so sehen. Ich habe dazu 2 Meinungen. Ich finde Zoro natürlich auch cooler, so was Kämpfe und so betrifft. Aber der bessere Charakter ist Sanji, finde ich. Der eine will cool sein, da ist klar, dass der Fan-Favorite ist. Und der andere ist halt besser geschrieben, ne? Und ich mag die Tiefe bei Sanji mehr. Zoro ist nicht gut geschrieben. Zoro ist einfach nur ein Fan-Favorite, auf den jeder... Ein Zug, auf den jeder aufsteigt, weil er cool ist. Aber ist auch berechtigt cool. Mag das halt auch. Ist halt badass, ja. Es sind halt 2 unterschiedliche Facetten an Charakteren. Zoro, und das hat eigentlich keinen bestimmten Grund. Ich finde ihn einfach nur cool und die Eigenschaften und Werte, die er vertritt, sind einfach männlich. Yo Leute, mein Name ist Rudy. Mein Lieblingscharakter aus One Piece ist Trafalgar D. Law. Also mein Lieblingscharakter aus One Piece ist definitiv Nico Robin. Denn sie zählt meiner Meinung nach zu einer der mächtigsten, wichtigsten und gutgeschriebensten Charakteren aus One Piece. Und sie ist vor allem Dingen die Keyfigur, um überhaupt das One Piece finden zu können. Leute, Goku ist Liebe. Naruto ist ein Hamub, Eren ist halt Eren. Aber der beste Protagonist und deswegen mein Lieblingscharakter in One Piece ist Monkey D. Ruffy. Er verkörpert Freiheit, Badness, Lustighaftigkeit, keine Ahnung, wie kein anderer. Lustighaftigkeit, hab ich auch noch nie gehört. Mein Lieblings-One-Piece-Charakter ist auf jeden Fall Zoro, weil er seit Tag 1 immer an seinem Ziel hängen geblieben ist und immer besser und besser wird. Und ich finde einfach nice, den Progress zu sehen. Für mich ist es Nami. Als Charakter ist sie sehr wichtig für Ruffy, wegen ihrer Navigationsfähigkeiten. Und beim besten Willen, sie ist wirklich mehr als das, was Oda immer von ihr zeigt. Der eine und andere versteht, was ich meine. Yo, was geht, Leute? Samu hier. Der liebe Kuda hat mich gefragt, wer denn mein Lieblingscharakter in One Piece ist, und es ist natürlich ohne viel Reden Trafalgar Law. Also, ja, was soll ich sagen? Sein Aussehen, seine Kräfte und vor allem seine Backstory haben mich von Anfang an überzeugt. Und ich hoffe auch, dass wir in der Zukunft mehr sehen werden. Hey, also mein Lieblingscharakter... Ich glaube, von Law siehst du gar nichts mehr.
Ob das Ding ist over mit dem. Da ist ja wohl klar, es ist Sabo. Sabo ist der Charakter, der die Lücke gefüllt hat, die Ace bei uns damals allen hinterlassen hat. Außerdem ist er als Charakter natürlich auch ziemlich interessant, denn die Revolutionsarmee hat jetzt quasi einen zweiten Ruffy und außerdem hat er die Feuerfrucht. Cooler geht's ja eigentlich gar nicht. Muschi Muschi, meine Freunde, ich bin Chikazu und mein Lieblingscharakter von One Piece ist Sir Crocodile. Das hat den ganz einfachen Grund, dass relativ früh in der Serie eine Klatsche von Ruffy kassiert hat und trotzdem es geschafft hat von 0 auf... ApoRed kommt mit einem Copyright-Strike rein, ach du Scheiße. ...auf 100, sich hochzuarbeiten im Manga-Stand. Für mich ist Crocodile ein Macher. Mein Favorite neben Kizaru ist Safe Ruffy, gerade durch die Rückkehr von Joy Boy... Das ist Quatsch, Kages Lieblingscharakter ist Kizaru. Was für Ruffy? Das weiß er aber auch. Symbolik der Freiheit und die kommende Dawn. Alles greift hier ineinander und Ruffy eint diese Plotpunkte bis hin zu One Piece perfekt. Darum ist er aktuell mein Lieblingscharakter. Mein Lieblingscharakter aus One Piece ist definitiv Doflamingo, nicht... Ja, guck mal. Justin und ich, wir verstehen uns gut. Doflamingo. Weiß man einfach zu schätzen. Guter Pick. Weil er objektiv der beste Charakter aus der gesamten Serie ist, sondern einfach, weil er zum damaligen Zeitpunkt komplett neue Maßstäbe für zukünftige Antagonisten in One Piece geprägt hat. Leute, mein Favorite-Charakter in One Piece, es ist ultra schwer. Es gibt so viele geile Charaktere in One Piece, aber wer von Tag 1 bei mir immer in der Spitze sein wird? Lauren Azzaro. Bah, j'étais super heureux, j'étais avec ma famille. Mais je m'attendais pas, franchement, je m'attendais pas. Et quand j'ai vu que j'ai été appelé, bah. Ah, surtout, moi, t'es content, quoi. Ouais. Ça fait plaisir. Für mich, ohne ihn hätte Gold Roger nie das One Piece gefunden und wäre auch nie König der Piraten geworden. Dementsprechend mein Lieblings-One Piece-Charakter, unser heißgekochter Shogun aus Wano Kuni, Kozuki Oden. Hey, Piker hier. Lieblingscharakter Bon Clay. Digga, Riker, ist das dein Bruder Piker? Krank. Digga, what the fuck? Ich wusste gar nicht, dass du ein Bruder hast. Einfach Piker und Riker, krank. Der Ehrenmensch schlechthin. Er verkörpert das Motto, dass Freunde auch für einen da sind, wenn es ungemütlich ist. Verdammt war es ungemütlich für ihn, wenn es um Ruffy ging. Neben meiner Community, die aus Ehrenmenschen besteht, so ist Bon Clay für mich ein Top-Tier-Charakter. Hey Leute, hier ist Anice vom Kanal Anifekt. Und mein absoluter Lieblingscharakter ist tatsächlich Erik Wirbelsturm. Weil er hat nicht das One Piece entdeckt, sondern das One Piece hat ihn entdeckt. Buongiorno, Friends. Hawks hier. Und zwar geht's darum, wer mein Lieblingsschein One Piece ist. Und ist doch selbstverständlich, Jungs. Monkey D. Luffy. Mein Lieblings-One Piece-Charakter ist Easy Ene. Allein schon durch seine göttliche Aura, die er auf Skype hier hinterlassen hat. Die Frage ist nur, wann er wiederkommen wird. Denn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir ihn schon 5756 Tage nicht mehr gesehen. Ich kann nicht mehr. Mein Lieblingscharakter ist 100% Jinbei. Er ist einfach ein weiser, cooler, gelassener Typ. Aber wenn es drauf ankommt, dann schreckt er nicht mehr vor einem Kaiser zurück für Ruffy. Er ist einfach einer der Top 3 Mannesmänner aus One Piece. Mein Lieblingscharakter aus One Piece ist The King of Hell, Zoro. Wegen seiner Selbstdisziplin als auch seiner Loyalität zu seiner Crew und weil er mit fucking 3 Schwertern kämpft. Gang, gang, mein Name ist Sinex. Um es kurz und knackig zu machen, Shanks ist mein Lieblingscharakter. Ne, ganz einfach begründet, der hat so wenig Screentime und ist so hochgehypt worden. Ich liebe diesen Mann. Der gibt mir Vibes wie mein Vater. Wenn er einmal in mein Zimmer kommt, wenn ich mit meinem Bruder schlage, muss er uns nur böse anschauen. Krieg vorbei. Mein persönlicher Favorite-Character ist auf jeden Fall Garp. Und das auch schon seit Anfang an. Weil damals mit seinem ersten Auftritt mit Ruffy und der eisernen Faust der Liebe hat er mich auf jeden Fall überzeugt. Mein Lieblingscharakter aus One Piece ist tatsächlich Jinbei. Ich finde Jinbei seit seinem ersten Auftritt immer... Das ist doch ein Quatsch! Ich habe Kev noch nie über Jinbei reden hören. Das ist doch Quatsch! Der kann mir doch nicht erzählen, dass er Jinbei cooler findet, dass er diesen fetten Fisch cooler findet als Zoro oder so. Nein, das ist Quatsch. Er ist so weise und ist auch irgendwie so ein guter Ratgeber, ein guter Gegenpol, wenn man ihn jetzt mal vergleicht mit Ruffy. Darum hat es mich umso mehr gefreut, dass er sich der Strohbande angeschlossen hat. Ich finde, immer wenn Jinbei auftritt, hat er coole Kämpfe, er bringt immer was Gutes mit ein. Und ich bin einfach froh, dass er Teil der Serie ist und dass Jinbei auch Teil der Strohhut-Crew ist. Also mein Lieblings-One-Piece-Charakter ist Chopper, weil es ist nicht nur seine süße Art, sondern sein Character-Development hat mich einfach vor dem Timeskip sehr überzeugt. Ja, was danach passiert ist, wollen wir nicht drüber reden.
Ja, mein Lieblings-One Piece-Charakter ist Law und Corazon. Ich nehme die beiden einfach mal als ein Charakter, sorry. Einfach System gedribbelt. Die rechten Fleck haben eine richtig schöne gemeinsame Backstory, die auch sehr traurig ist und mich einfach an die Charakter gefesselt hat und ihr Charakterdesign ist einfach mega und ich liebe ihn einfach. Ich bin dann langweilig unterwegs, denn ich mag Ruffy durch seine charismatische Persönlichkeit, seine unerschütterliche Entschlossenheit, seine Freundschaft gegenüber anderen, niemals aufzugeben, den starken Sinn für Gerechtigkeit, er schützt die, die Hilfe benötigen und er verbessert stetig seine Leader-Skills. Ruffy ist einfach eine sehr starke, inspirierende Persönlichkeit. Seit Marineford ist mein Lieblingscharakter aus One Piece Marco. Jo, also mein Lieblingscharakter ist definitiv Zoro, einfach für seinen Ehrenmann-Move, damals der Filler-Bug. Der Typ ist einfach krass, er steht hinter seinen Worten. Wenn er etwas erreichen will, dann glaubt man ihm es auch. Und er ist der loyalste Typ aus ganz One Piece. Auch Dua Lipa ist riesiger One Piece-Fan und sie mag Nico Robin. Akainu. Lil Uzi ist tatsächlich auch... Niemand mag Akainu. ...hier am Start, aber er ist leider von der feindlichen Fraktion, denn er ist Zorro-Fan. Buggy all day. Oh yeah, I'm a Buggy fan too. Kobe and Usopp, I love them both. Yeah. Oh, well, man, shout out, niemand hat als Lieblingscharakter Kobe oder Usopp, wirklich. Das ist... Da würde ich mir Sorgen machen. Und Chopper auch. Makenyu hat sich leider verlaufen, aber ich würde mal schätzen, er hätte hier Sanji gewählt. Es ist mir so egal, ich schmuggle hier jetzt auch einfach noch Juice WRLD mit rein und er ist Chopper-Fan oder so. Triple X, der beste Artist of all time, ist auch riesiger One Piece-Fan gewesen und er liebt Ruffy. Yo, ich bin Philly, mein Lieblingscharakter ist auf jeden Fall Sanji. Carl Sprouse, der euch vielleicht aus Hotel Zack und Cody bekannt vorkommen könnte, ist tatsächlich Sanji-Fan. Ey, cool, hat so einen weggekippt. Yo, Jumper hier. Mein Lieblings-One Piece-Charakter ist Ruffy, weil er nie aufhört aufzustehen und immer nach seinem Ziel strebt, der König der Piraten zu werden. Und natürlich, weil ich ihn immer zeichnen muss. Auch Serge Gnabry ist riesiger One Piece-Fan und weil er dauerhaft am Kochen ist, ist sein Lieblingscharakter auch mit Sicherheit Sanji. Mein Name ist Tim Tula und mein favorite Character aus One Piece ist Buggy der Clown. Der Lieblingscharakter von Jamie Lee Curtis ist Dr. Kulair. Mein Lieblingscharakter ist, bitte bewerft mich nicht mit Steinen, aber es ist Lissop. Entweder ihr versteht es oder ihr versteht es nicht. Das ist wirklich so eine Sache. Ja, was für Lissop? Und er war schon von Anfang an, er hat wirklich einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und sagt, was ihr wollt, sein Moment wird definitiv noch kommen. Oder macht das schon nicht ohne Grund so. Und dann kommen wir auch schon zu meinem Lieblingscharakter. Und ja, Leute, wer soll es sonst sein? Natürlich ist es natürlich meine ich Sanji. Ja, Sanji. Geil. Wer sonst? Und Kudo, damit Digga. Werden wir auch endlich durch. Hier blende ich euch jetzt kurz einmal das gesamte Ranking ein und ich glaube, die Top 5 machen wir mal ein wenig spannender. Den fünften Platz teilen sich nämlich direkt zwei Charaktere und beide von ihnen haben 4 Stimmen und es hat mich sehr gefreut, dass diese beiden Charaktere so viel Stimmen bekommen haben, nämlich... Hey, wenigstens bin ich nicht der Einzige, der meinen Charakter genommen hat. Wichtig. Auf Platz 5 Nico Robin und Corazon. Sehr geil. Auf dem vierten Platz mit 6 Stimmen die Ratte höchstpersönlich Shanks und den dritten Platz. Warum ist Shanks eine Ratte? Teilen sich wieder 2 Charaktere mit 7 Stimmen, nämlich Trafalgar Law und Sanji. Und warum jetzt ist Shanks wirklich, eine Ratte? Wirklich spannend, denn Platz 1 und Platz 2 haben nur einen Unterschied von einem einzigen Vote. Platz 2 hat nämlich 14 Votes und Platz 1 15. Und ja, auf Platz 2 überraschenderweise für mich persönlich Monkey D. Ruffy. Und die Nummer 1 mit 15 Stimmen und hiermit der beliebteste Charakter aus der gesamten Community ist Lorinor Zoro. Herzlichen Glückwunsch an den Mooskopf und ja, wie gesagt, danke nochmal an alle, die dabei waren. Schaut gerne bei allen vorbei, die hier mitgemacht haben, falls ihr den einen oder anderen sympathisch fandet. Und ja, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal und bis dann. Tschüss. Ich glaube, das ist aber... Also, ich glaube, du kannst jede Community fragen und es wird immer... darauf hinauslaufen hier, ne? Ich glaube, wenn du auf der Dokomi 1000 Leute fragen würdest, dann hättest du wahrscheinlich andere Zahlen. Warte. Ist Lorinor. Dann hättest du zwar andere Zahlen, aber ich glaube trotzdem, dass die beiden an der Spitze wären. Sanji ist natürlich ein bisschen Quatsch, weil... also von Kudo Quatsch gewesen, weil er den ein bisschen reingeschmuggelt hat. Law und Shanks oben und die beiden oben. Ich denke... In anderen Listen wären...
die beiden auf jeden Fall auch an der Spitze. Großartig, eine Veränderung wirst du da nicht feststellen. Mein Bruder war das Highlight, ja. Piker einfach, auch noch nie gehört. Krank.